handelt von einer Reise ins Weltall. Und das heißt auch so, hinaus ins All. All? Hat man eigentlich irgendwas gut verstanden, den Text? Ja, ja. Oder packt er? Ich stand mit einem großen Knall und weiter auf einem Feuerball. Durch den klaren Abend hinein in das tiefe blaue All. Der drückt mich beinahe platt, raubt mir den Atem, setzt mich matt. Wie eine riesengroße Hand drückt er mich an die Raumschiff an. Hinaus ins All, hinaus ins All, die Suche nach dem Heiligen Gral. Ich frag nur schnell den Sonnenwind, ob wir hier echt alleine sind. Durch den am Rand der Stratosphäre wird alles leichter. Und ich schwebe in meiner Kapsel hin und her. Es fällt mir jetzt auch nicht mehr schwer. Weiter schwebe ich, ganz leise beginne meine Weltraumreise. Der Mond zieht unter mir vorbei, silbrig, bläulich, einsam, frei. Schon nähert sich rot und tot der Mars, geheimnisvoll mit seinen Kanälen, an denen sich die Gelehrten quälen. Mir ist, als sehe ich eine Bewegung. Ich bin jetzt schnell wie ein Komet, früher kam ich oft zu spät. Doch das passiert mir jetzt nicht mehr, jetzt hab ich Zeit, ein ganzes Meer. Ich surf auf einem Sonnenstrahl, hinaus, hinaus, hinaus ins All.